Hey Mensch, Moat, du Kleinkeks. Wie geht's? Was treibst dich hier in den Außenbezirk von Berlin? Hast dich verlaufen? Ach Quatsch, ich verlaufe mich doch nie, Alter. Ey. Ich weiß ganz genau, wo ich bin und wo ich hin will. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass die hier die letzten grünen Karten verheben. Grüne Karten? Meinst du die Biopostkarten? Und wegen denen bist du extra hier rausgefahren? Mann, ich meine, sei mir nicht sauer, aber die grünen Post hättest du auch im Schreibwarenladen bei dir gegenüber kaufen können. Nein, nix Bio, ey. In der Zeitung stand, die haben hier die letzten grünen Karten. Als ich den Satz gehört habe, dachte ich mir nix wie los, Mohat, ey. Das ist ein Stück Geschichte, die holt sie dir. Aber was suchst du hier draußen? Was ist an einer grünen Karte denn so wertvoll? Ich verstehe das nicht. Ey, aber man muss bei dir nicht viel verstehen. Und was ich hier will, das gehört alles zu dem großen und ganzen Plan. Ja, ich weiß schon. Das ist genauso wie mit den 3 Bierpässen. Alles wird gelöst, wenn ich alt genug bin. Natürlich. Oder so. Na, oh, oh Mann. Aber nochmal zu den grünen Karten, ey. Die gibt's beim Handball und so. Und der Felix M., also hier dieser große Fußballbund-Direktor vom DFB, tja, die wollen das nun beim Sportbund nun auch einführen. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn. Mann, ich meine, warum brauchst du die grünen Karten? Ganz einfach. Am Anfang wird es natürlich Lieferschwierigkeiten geben. Und hier gibt's außerdem die letzten für dieses Jahr geplanten grünen Karten, haben die im Radio gesagt. Also hole ich mir noch glatt 2000 und wenn ich die habe, rufe ich die FIFA an und wenn die eben, ne, zack, Lieferprobleme haben, bam, big deal und wir wären reich. Und die verschenken die hier oder was? Irgendwas ist doch hier faul an der Sache. Mann, mein, wer verschenkt schon grüne Karten? Ich wäre an deiner Stelle sehr, sehr vorsichtig. Ja, das, was faul ist an der Sache, das ist Folgendes. Die meinen, man sollte gut Englisch können, um so eine Karte zu bekommen. An diesem Punkt fragte ich mich auch, was das Englisch eigentlich mit dem Fußball zu tun hat. Aber dann kam mir die Idee und die Antwort. Ich glaube, die wollen sicher gehen, dass man die auch nach England verkaufen kann. Das klingt nach einem verwegenen Plan. Und ich warte mit dir jetzt hier, bis die Dinger bekommst. Na, da musst du ja nicht mehr lange warten. Wir sind ja auch gleich dran. So, also, I want grüne Karten, please. Mein Name ist Ken Brockmann, ich bin Ihr Verkäufer. Und Sie wollen die grünen Karten. Ja, genau, die grünen Karten. Na, Sie sind aber gut drauf. Dann brauche ich von Ihnen den Ausweis. Das ist aber komisch. Warum wollen Sie von meinem Kumpel einen Ausweis? Der will sich doch nur ein Packen grüne Karten sichern. Psst, Lenny, halt die Klappe, Alter. Du verlaufst mir nicht alles. Mann, man sollte nicht so viele Fragen stellen. Ey, das ist nicht gut und macht nur unnötig Wirbel. Und am Ende kommt noch einer auf die dumme Idee und fragt, was ich mit den Dingern machen will. Sie wollen doch nicht etwa die Green Card verkaufen? Das ist strafbar. Ganz genau, Moat. Die Dinger kannst du nämlich nicht verkaufen, mein Bester. Hier ist Ihr Ausweis und Ihre Green Card. Das ist ja nur eine. Ich brauche doch aber 20. Eine oder keine. Mehr darf ich Ihnen nicht überlassen. Siehst du, Lenny, du versaust ein alles, aber auch echt alles, Alter, ey. Das kann nicht sein. Oh, Alter, komm, lass uns hier abhauen. Und wieso sollte ich die nicht verkaufen können? Hey, da sieht man mal wieder, dass du null Vertrauen in mich hast und vor allen Dingen auch gar keine Ahnung. Wieso versaut, Alter? Moat, weißt du, was eine Green Card eigentlich ist? Ja, die grüne Karte, die sie beim Handball schon haben und jetzt bald beim Fußball einführen wollen. Nein, das ist es nicht. Das ist eine Green Card und die benutzt man, um in Amerika arbeiten zu können als Ausländer. Mann, wie kommst du eigentlich auf die dumme Idee, dass die grüne Karten beim Fußball einführen wollen? Ach so, toll. Und warum sagst du mir das jetzt erst, wenn du das schon die ganze Zeit weißt? Oh, ich mach mich hier zum Deppen und du sagst nichts. Und woher ich das weiß? Natürlich aus der Bildzeitung von letzter Woche. Da stand das drin mit den grünen Karten, dass sie einführen wollten. Und im Radio haben sie gesagt, die verkaufen hier. Besser gesagt, sie verlosen hier die letzten grünen Karten. Ach, Alter, Mann, ich wusste doch nicht, dass du die Green Card meinst. Dachte, du meinst die grüne Karte. Und was in der Bild steht, das kannst du knicken. Die haben auch schon mal 3-mal den Weltuntergang vorhergesagt. Und was ist passiert? Nix, aber egal. Ja, ist ja echt nichts passiert. Ich mein, ey, als ich damals die Schenke verlassen hatte, so gegen 0.40 Uhr, also 40 Minuten, nachdem die Welt untergegangen ist, sah die Welt auch irgendwie total anders aus. Du warst doch auch bis oben in dich. Da siehst du die Welt immer anders. Mann, ich weiß noch was. Und zwar, dass wir jetzt gleich erstmal los sollten. Also auf in die Schenke. Und was mache ich nun mit meiner Green Card? Was du mit deiner Green Card machst? Ja, wir gehen ja in die Schenke und dafür braucht man nicht mal eine Green Card. Das Einzige, was du da brauchst, ist ein Bierpass. Genau, nur den Bierpass brauche ich in der Schenke und die Green Card, ach naja, die schenke ich der Jenny zum 18. Ganz genau, mein Alter, ganz genau. Berlin.